Wer aus Richtung Kassel auf der Autobahn 49 in den Süden fährt, für den endet die Autofahrt irgendwann so. Bei Neuenthal-Bischhausen führt die Straße ins Nichts. Der Weiterbau war jahrzehntelang heiß diskutiertes Thema. Mitte März setzte Bundesverkehrsminister Ramsauer dann den ersten Spatenstich für den Weiterbau bis zur A5. Das erste Bauwerk ist nun nahezu fertig. Die Brücke bei Frankenhain vor den Toren von Traisa. Insgesamt 1500 Kubikmeter Beton und 230 Tonnen Stahl sind in dem imposanten Überführungsbauwerk, wie es offiziell heißt, verbaut worden. Im nächsten Jahr wird eine neu ausgebaute Bundesstraße über die Brücke hinwegführen. Unten drunter verläuft dann, irgendwann, mit vier Fahrspuren die A49. Mit den Bauarbeiten liegen wir voll im Zeitplan, heißt es vom Kasseler Amt für Straßen- und Verkehrswesen.